Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, meine Lieben, ich grüße euch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann geht das heute natürlich auch wieder. Heute Montag, freie Themennacht. Telefonnummer nochmal 0800 220 50 50 oder mailen unter domian@wdr.de. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier live im Radio, bei uns live und live im Fernsehen zu unterhalten? Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sascha. Und Sascha ist 46. Hallo Sascha. Also ich bin 46, muss ich nochmal sagen. Das sagte ich auch gerade schon, ja. Ach, Entschuldigung, 26, verstanden. Nein. Bei jeder Verjüngungskur. Ja. Also mein Thema ist, ich bin selber pädophil und möchte andere Pädophile, das ist mein großer Herzenswunsch, eigentlich sagen, liebe Leute, lasst die Finger von den Kindern, keine Sexualität. So, das ist jetzt so das, was mir ganz wichtig am Herzen liegt. Du sagst von dir selbst, ich bin pädophil. Ja. Seit wann weißt du das für dich? Ja, also für mich, also man sagt ja bei Schwulen ja schon mal Coming Out und solche Sachen. Mhm. Also so richtig klar ist mir das geworden seit April letzten Jahres, seitdem ich ein Strafverfahren an den Hals bekommen habe wegen Exhibitionismus. Das Gefühl selber kenne ich schon seit der Pubertät. Ich unterbreche mal immer so ein bisschen, dass wir es verstehen. Ein Strafverfahren wegen Exhibitionismus, was genau hast du gemacht? Ganz genau, ich habe mich vor Kindern ausgezogen, das geht auch schon ziemlich lange so. Also vor welchen Kindern, wo war das? Vor fremden Kindern, ich sag mal jetzt im Park, Spielplätzen, so aus der Distanz heraus. Aber halt immer wieder so dieser Drang, das tun zu wollen, tun zu müssen, muss ich im Nachhinein auch sagen. Du hast sie vor den Kindern ausgezogen, ja. Du bist aber nicht an die Kinder reingegangen, hast sie nicht angefasst. Nein, also da in der Hinsicht ist nie irgendwas gewesen. Hast du vor den Kindern dich ausschließlich ausgezogen oder hast du sexuelle Handlungen an dir vorgenommen vor den Kindern? Ja, also ich sag mal so, ich habe schon sexuelle Handlungen an mir vorgenommen, ne? Aber aus der Distanz heraus, also es war immer so ein Abstand 20, 30 Meter und ich denke halt auch, gut, es ist aber immer drängender geworden, so dieser Wunsch. Ne? Und ich bin halt dann auch deswegen natürlich entdeckt worden irgendwann mal. Ja. Ne? Das war dann im April. Hat und es gab ein Strafverfahren, eine Anzeige? Genau, gab eine Anzeige, also Polizei war da, Strafverfahren und ich bin dann auch letztendlich jetzt bis zur Hauptverhandlung gekommen. Und in der Hauptverhandlung ist das Verfahren eingestellt worden gegen eine Geldbuße. Das war halt total unerwartet und glückliche Sache für mich. Du hättest mit einer härteren Strafe gerechnet? Ja, nach Paragraph 176 bis 5 Jahre. Ne? Ist das jetzt nach den neueren Rechtsprechungen so vorgesehen. Mhm. Und ich habe auch von Anfang an die ganze Sache direkt zugegeben. Also das war für mich richtig ein Schlag. Ne? So. Ja. Wie hoch war die Geldstrafe? 400 Euro. Ja, das ist ja nix. Ist ein echter Witz. Mhm. Aber wie gesagt, für mich war schon dieser Vorfall einfach dann so der Schlag, wo ich sagte, nee, also. Hat man denn nicht einmal von Seiten des Gerichtes verlangt, dass du dich in therapeutische Hände begibst? Nicht mal das? Ja, ich habe seit 15 Jahren mache ich ja schon Therapie und deswegen hat das auch würdigend so gesehen. Weil machst du deswegen? Ja. Das heißt also, dieser Drang, dieser Wunsch ist doch schon sehr viel länger da, als du es gerade beschrieben hast. Ja, nur am Anfang war es eben darauf beschränkt, jetzt irgendwelche, ich sag mal, Kataloge oder irgendwelche Kinder sowas. Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück. Du bist jetzt 46 Jahre alt. Wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben gemerkt, ich stehe auf Kinder? Ich denke, das war so in der Pubertät, wo man diese Träume hat, diese, ich sag mal, feuchten Träume. Und dann normalerweise, sage ich mal, so vom anderen Geschlecht träumt oder eben, sage ich mal, von Älteren. Das war ganz stark Kinder eben bei mir. Ja, ne? Und das ist dann, als du älter wurdest und ist es geblieben? Ja, Hast du je in deinem Leben einen sexuellen Kontakt mit einem Kind gehabt? Nein. Deine Fantasien kreisen in welcher Alterszone bei Kindern? Wie alt? Circa 8 bis 12, würde ich so mal einschätzen. Hast du in deinem Leben auch eine andere Sexualität gelebt oder hast du nur in diesen Fantasien existiert? Ich habe es immer mal versucht, das heißt, ich habe homosexuelle Kontakte versucht, ich bin auch selbst sexuell halt missbraucht worden, habe dann auch in Parks und so weiter mit Männern dann versucht, was zu machen, aber das war immer so das Nachspielen, ne? So des eigenen Missbrauchs letztendlich. Mhm. Habe mit Frauen Kontakte gehabt, ich bin jetzt noch verheiratet. Aha. Und
eigentlich auch glücklich verheiratet, trotzdem. Auch mit einer glücklichen Sexualität? Die Sexualität war eigentlich nicht glücklich. Das heißt also, ich habe immer in der Sexualität dann den Gedanken gehabt, ich mache jetzt eigentlich was mit Kindern. Ja. Oder. Wie ist es jetzt in der Sexualität, in deiner Ehe? Ist es jetzt für dich eine gute Sexualität oder immer noch nicht? Ich muss dazu sagen, ich habe mich vor 10 Wochen kastrieren lassen, operativ Hoden entfernen lassen. Und von daher, die Sexualität war vorher so, dass ich 5 Jahre lang keine Sexualität mit meiner Frau hatte, weil ich konnte es nicht mehr. Ne? Das war einfach diese Unehrlichkeit. Also ist es ein gutes freundschaftliches Verhältnis, was ihr beiden miteinander pflegt. Und das ist auch so Konsens zwischen euch und das ist in Ordnung so. Genau. Und jetzt ist es so nach der Operation, dass es wieder viel besser geworden ist. Das heißt, auch Körperkontakte wieder möglich sind. Natürlich keine Sexualität in dem Sinne, aber wir sind uns jetzt viel näher wieder gekommen. Jetzt muss ich dich unterbrechen, weil das ist ja nun auch schon ein gravierender Eingriff, den du da an dir selbst hast vornehmen lassen. Du hast dich kastrieren lassen. Du hast dir die Hoden entfernen lassen. Aus Angst, du könntest irgendwann etwas tun, was sehr schlimme Folgen hätte, was du schwer bereuen würdest? Ich habe eine Familie, ich habe ja auch 2 Kinder und ich habe einfach eingesehen, dass ich auf therapeutischen Wege, ich für mich, für meine Person, das einfach nicht rein mit dem Kopf, mit Ratio oder mit therapeutischen Dingen in den Griff kriege. Wie du hast eine Familie, du hast 2 Kinder? Ich habe 2 Kinder, Mit der Frau, mit der du jetzt zusammen bist? Ja, ganz genau, ne? 13 Jahren jung und 12 Jahren jung. Wie lange bist du mit der Frau zusammen? 15 Jahre. Bin 15 ich Jahre. Ja. Wie hat denn deine Frau diesen ganzen Vorgang einmal bewertet und wie hat sie es verkraftet? Ihr Mann, Exhibitionist, steht auf Kinder. Wusste sie das von Anfang an? Ja, sie wusste es von Anfang an, wobei wir beide, also ich es damals auch nie in diese Richtung eingeordnet habe und konnte, ich denke auch ein bisschen verdrängt habe. Wir haben uns in der psychosomatischen Klinik kennengelernt, meine Frau und ich. Ich war wegen meinem Exhibitionismusproblem da, sie wegen Selbstbewusstseinsschwierigkeiten allgemeiner Art, sage ich jetzt mal. Und da haben wir uns kennengelernt. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Und wir kamen uns da also auch näher. Und ich habe dann auch schon geahnt, das könnte die Frau fürs Leben sein. Und habe dann mit ihr auch gesprochen darüber. Und das heißt, sie hat das nicht abgestoßen bei dir? Sie fand es nicht schön, aber es war für sie kein Hinderungsgrund, mich zu heiraten. Und all die Vorkommnisse, Stichwort jetzt Exhibitionismus und auch das Gerichtsverfahren, das hat sie auch nicht von dir wegtragen lassen? Also sie ist sehr gläubig, ich selber bin auch sehr gläubig und sie hat zu mir gehalten und mir noch Kraft gegeben, ne, das durchzustehen. Hat sie diese Entscheidung auch mitgetragen, dass du dich kastrieren lässt? Ja, das hat sie auch. Gemeinsam besprochen und sie hat nicht gesagt, hör mal, du lässt dich jetzt bitte kastrieren, so nicht. Aber sie hat die Entscheidung mitgetragen und fand das auch so in Ordnung. Ne? Was ist das für ein Gefühl, wenn man kastriert ist? Fühlt man sich danach körperlich auch anders? Ist man in anderen Stimmungen? Beschreib es mir. Das ist ganz schwer zu sagen, weil es ja individuell verschieden ist. Also bei mir ist es so, dass ich im Grunde genommen allgemein genauso fühle. Also ich habe mich ja sehr bewusst, sage ich mal, dazu entschieden. Die meisten, die sich dazu entscheiden, muss ich jetzt einfach mal sagen, das sind dann doch Straftäter, die schon einiges anderes gemacht haben, aus der Verzweiflung heraus. Das ist bei mir eigentlich ja nicht so. Ne? Ich habe mich bewusst entschieden, weil ich eben für die Kinder, ich liebe Kinder, im wahrsten Sinne des Wortes, und aus diesem Gefühl heraus habe ich mich entschieden und auch meiner Frau eben auch zu lieben. Es gibt keinerlei sexuelle Bedürfnisse mehr, seitdem du diesen Eingriff hast vornehmen lassen. Ich habe noch genauso das so das Gefühl, dass ich einfach, sag ich mal, kindliche Körper schön finde und auch erotisch anziehend, aber dann Punkt. Da ist dann nicht mehr. Du nimmst auch keinerlei Hormone ein oder irgendetwas? Nein, das habe ich vorher gemacht, als ich in der Warteschleife, sag ich mal, war. Da habe ich Androkur eingenommen über ein Jahr lang und in der Höchstdosis nachher sogar und das war nicht so zufriedenstellend und wäre auch sehr schädlich gewesen. Ja. Hast du jetzt nach diesem Eingriff ein gutes Gefühl? Ja. Zu dir generell und auch zu deinem Körper? Ja, genau. Gerade zu meinem Körper habe ich ein viel besseres Gefühl. Als vorher. Ich habe meinen Körper zeitweise richtig gehasst, ne, weil ich das wieder gemacht habe. Du sagst, dass du selbst 2 Kinder hast. Warst du je in der Versuchung, an deine Kinder sexuelle Handlungen zu praktizieren, vorzunehmen? Nein. Komischerweise nicht. Ne? Also das ist irgendwie, wie so ein... ich sag mal so, interfamiliär, das ist gar nicht gewesen. Das waren immer fremde Kinder, das musste, die Anonymität war eine Voraussetzung im Grunde genommen dafür. Du hast vorhin etwas gesagt, ich möchte das gerne nochmal aufgreifen. Du seist selbst früher missbraucht worden. Ja. Wie alt warst du und von wem bist du missbraucht worden? Also ich bin
mehrfach, sag ich mal, in Einzelfällen, sag ich, missbraucht worden. Das war mal vor 9 Jahren, mit 9 Jahren von einem Onkel. Mhm. Ich muss dazu sagen, also Bruder meines Vaters, ich war auch immer sehr schüchtern und sexuell sehr unerfahren, mhm. hatte aber schon immer so einen starken, so einen Sexuelldrang, so mit Genitalien zu spielen. Mhm. Und der hat sich dann an mich rangemacht, weil er wahrscheinlich merkte, dass ich mich eh nicht wehren würde, ne? Mhm. Sag ich mal. Und später auch von einem Geistlichen, da war ich allerdings auch schon 17, der sich an mich rangemacht hat, mhm. Monsignore. Mhm. Und ich denke, das sind Dinge, die haben mich dann auch geprägt. Zum einen weiß ich, wie unangenehm das so sein kann für Kinder und wahrscheinlich auch ist, sage ich einfach mal. Ja. Und zum anderen war es für mich auch so eine Schutzgrenze, die ich nie überschritten habe. Ne? So jetzt Kinder jetzt wirklich körperlich jetzt ranzugehen, sag ich mal. Also, dein Anruf, du hast du gerade das Gespräch begonnen, ist, du möchtest Menschen ansprechen, die ebenfalls pädophile Neigungen haben. Ja, ganz genau. Ne? Also mir ist es ein ganz großer Wunsch und vielleicht ist das auch wie eine Art Auftrag von mir, ich weiß es nicht. Einfach andere Leute da ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, ein bisschen viel bitte, dass die einfach auch einsehen, dass das der falsche Weg ist, dass Sexualität mit Kindern einfach nicht in Ordnung sein kann. Und dass man nicht nach wissenschaftlichen, was weiß ich, da Argumenten sucht, dass es doch vielleicht einen Fall geben könnte, wo Kinder dann auch mal Sexualität suchen, sondern dass man einfach darauf verzichtet. Ne? Dass es eben auch, dass es ein besserer Weg ist und dass eben auch in der Gesellschaft dann, sage ich mal, Pädophile auch mal anders gesehen werden oder differenzierter gesehen werden. Ne? Also ich muss sagen, dass ich vor deinem Weg und vor dem, was du jetzt gemacht hast, wirklich höchsten Respekt habe. Denn du hast ja wirklich alles in die Hand genommen und hast jetzt sozusagen die Linie vorgegeben, was passiert bzw. was nicht passieren soll und dich zu so einem gravierenden eine gravierende Sache durchgerungen, dich selbst kastrieren zu lassen. Also das finde ich schon ausgesprochen respektabel. Ja, aber deswegen geht es mir auch besser, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ja. Also ich habe gemerkt, das ist mein Weg. Ne? Ja. Und ich meine, man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das sind jetzt 10 Wochen her. Sicherlich, das ist immer so ein bisschen ins Wasser fallen. So eine Kastration ist nicht rückgängig machen. Kann schon sein, dass man ins ein oder andere Loch fällt. Aber so wie ich mich jetzt fühle, ich denke schon. Das ist natürlich wunderbar. Es hat mich gefreut, mit dir gesprochen zu haben, Sascha. Ja. Und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass dein Appell dort angekommen ist, wo er hingehört. Dankeschön. Ne? Alles Danke Gute. Mit dir zu sprechen. Ja, tschüss, Tobi. Auf Wiedersehen. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Annika, 22 Jahre alt. Hallo? Hallo, Annika. Hallo. Ja. Und zwar, ich habe ein Problem. Mhm. Ich war letztes Wochenende mit meiner besten Freundin unterwegs. Mhm. Wir haben auch was getrunken, dann ist was zwischen uns gelaufen. Zwischen dir und der Freundin? Ja, aber nicht nur irgendwie kuscheln oder so, sondern richtig. Richtig Sex. Ja, auch peinlich. Und wie lange seid ihr denn beste Freundin schon? Seit der ersten Klasse so. Ach so, so richtig von früher, ganz ja, früher. Wir haben nach Haus an Haus gewohnt und also eigentlich richtig. Habt ihr beide zurzeit Freunde? Nur sie. Nur sie? Seit 1,5 Jahren ungefähr. Ich mag den schon die ganze Zeit nicht. Ach, du magst den nicht? Nee, und deswegen ist es auch so, sie unternimmt ein Wochenende was mit mir, andere Wochenende was mit ihrem Freund, also immer getrennt möglichst. Mhm. Ja, ich habe mir das schon halt vorher immer ein bisschen vorgestellt hin und her und da ist halt was passiert. Ja, kann das sein, dass das jetzt passiert ist, weil du irgendwie ein bisschen eifersüchtig auf ihn bist und sie versuchst auf diese Weise an dich ranzuziehen? Nein, das war nicht mehr. Ich glaube eher so, ich habe mich in ihn ein bisschen verliebt, so glaube ich. In sie? Ja. Aber wenn man, das ist ja ein bisschen seltsam, wenn man so lange mit jemandem befreundet ist, kann das... Ich hatte den Gedanken ja schon vorher, aber... Wie lange hast du den Gedanken schon? 3-4 Jahre mindestens. Ach, so lange schon. Mhm. Aber du selbst hattest vorher noch keine Erfahrung mit Frauen. Doch. Doch? Ja, das weiß ich auch. Ist schon oft irgendwie? Ja. Ja, ach so, dann würde ich fast sagen, dass du, also mindestens bisexuell, wenn nicht lesbisch bist, oder? Ja, was denn? Eher lesbisch? Nee, wie? Also einen Freund hatte ich auch schon. Ach so, ja. Und das wusste sie auch, dass du da schon Interesse hast in der Richtung? Ja, sie haben auch immer Sprüche gemacht, da sagst du, pass mal auf, irgendwann landen wir mal in der Kiste so. Aber sie hatte noch keine Erfahrung vorher? Hm? Sie hatte noch keine Erfahrung? Nein. Hm. Hast du sie verführt? Komm, Hand aufs Herz. Nein, nicht richtig. Also wir haben erst Sprüche gemacht, das lief so auf eine gewisse Mutprobe, sage ich mal so. Ja. Wie war's denn? Ja, ich fand's schön. Ich weiß auch nicht, wie sie es fand. Das ist jetzt das Problem. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt drauf ansprechen soll. Ja, wie war es denn? Habt ihr denn die Nacht dann auch miteinander verbracht? Oder seid ihr dann jeder nach Hause gegangen?
Ja, wir sind morgens aufgestanden und seit der ersten Klasse duschen. Ja? Ich bin dann auch duschen, wir haben stillschweigend gefrühstückt und das war's dann. Oh. Und seitdem nichts mehr gesprochen? Nee, wir wollten eigentlich den Sonntag halt noch einen Abend noch, wir wollten noch ein Video gucken und das halt, aber erst wollte er so vorbeikommen und dann hat's aber abgesagt. Und kein Telefongespräch, kein Sims, gar nichts? Nichts mehr seitdem. Gar nichts. Was, ist das ungewöhnlich für eure Freundschaft? Ja, also da ist, vergeht normalerweise also kein Tag, wo wir uns nicht hören. Ja, also ich dachte, das ist so, dass ihr so Freundinnen seid, die jede Stunde miteinander telefonieren irgendwie. Ja, so gesehen, ja. Selbst wenn uns irgendwas Peinliches beim Einkaufen jetzt, passiert oder so. Jetzt musst du dich natürlich auch in ihre Lage versetzen. Einmal hat sie zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen. Dann hat sie mit ihrer besten Freundin geschlafen, was natürlich immer heikel ist. Man hat ja immer Angst, macht das die Freundschaft jetzt vielleicht kaputt? Irritiert das die Freundschaft? Und nicht zu vergessen, sie ist ihrem Freund untreu geworden. Sie hat den hintergangen. Ja, das ist es jetzt auch. Aber irgendwie, ich sag mal so, irgendwie müssen wir da ja drüber reden. Ja, finde ich allerdings auch. Was wäre denn so dein Wunsch? Dein Wunsch wäre, mit ihr richtig zusammen zu sein. Ja. Mhm. Und ich weiß auch nicht mal, ob ich das den Abend noch gesagt habe oder so. Ich weiß auch nicht, ob mir ein Ich-lieb-dich rauskommt. Ich weiß es nicht. Wie war denn das in der sexuellen Situation? Da merkt man doch, ob der andere eher passiv ist und das sich und das über sich so ergehen lässt. Oder ja, ob, sie ist richtig mitgegangen. Sie war auch schon so aktiv, sage ich mal. Ja, also du meinst, das hat ihr auch richtig Spaß gemacht? Ja, weil sie ist wiederum auch so ein direkter Mensch, sag ich mal, wenn sie irgendwas nicht will oder sonst irgendwie auch bei ihrem Freund so, sie sagt das dann auch sofort, so fass mich nicht an oder... Wie ist denn das Verhältnis zwischen den beiden, zwischen ihr und dem Freund? Eigentlich gut, die wollten auch bald zusammenziehen. Ja. Und warum magst du ihn nicht, weil du eifersüchtig bist oder... Anfangs, sage ich mal, war ich eifersüchtig, gebe ich zu, weil da ist es ja so, da ist der Freund erstmal wichtiger und das alles. Klar. Mh. Gut, hatte ich auch Verständnis für hin und her und dann, aber wir kommen auf keinen grünen Zweig. Ja. Geht einfach nicht, wir kommen nicht miteinander klar. Wobei man das vielleicht gar nicht, wobei man das vielleicht gar nicht auseinanderhalten kann. Latent, so hintergründig bist du ja immer zu eifersüchtig noch auf ihn. Ne, weil ja, du möchtest sie ja haben und dann findet man eher so eine Person auch immer blöd, obwohl die Person vielleicht manchmal ganz nett ist. Aber wenn man eifersüchtig ist, da hat man natürlich auch irgendwie ein Brett vom Kopf. Ne? Ich fand ihn ja am Anfang gar nicht mal so blöd. Ja. Wir haben die ja zusammen kennengelernt und das und dann hat sie hin und her war sie ein bisschen schüchtern und so und dann habe ich da auch noch ein bisschen nachgeholfen und... So, jetzt muss aber was geschehen. Jetzt seid ihr beide in der Kiste gelandet, jetzt Sendepause im Moment. So kann es ja nicht weitergehen. Ja, das ist ja halt das Problem. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt darauf ansprechen soll oder ob ich sie als totschweigen lasse. Nein. Du musst, ich würde jetzt, du bist 22, sie wahrscheinlich auch in deinem Alter. Mhm. Ja? So, ihr seid junge Frauen, erwachsene junge Frauen. Jetzt ist da was Ungewöhnliches passiert, das ist, finde ich, ist schon ungewöhnlich und das ist für sie zumindest mit gewissen Komplikationen verbunden. Aber da muss man drüber sprechen und da müsst ihr so schnell wie möglich drüber sprechen. Ihr seid Freundinnen. Ja, ich habe irgendwie auch ein bisschen Angst, dass ich jetzt dadurch verliere. Dass das so unangenehm ist, dass wir da gar nicht drüber reden würden. Klar. Aber du verlierst sie hundertprozentig, wenn sie jetzt ganz irritiert ist und wenn ihr schweigt. Das, dann habt ihr nur Murks vor euch. Also ja, aber was ist angenommen, sag ich mal, wenn sie jetzt sagt, nicht, dass das nochmal passiert und geht dann auf Abstand? Ja, nee, dann musst du natürlich die Größe haben. Dann musst du sagen, okay, du bist mir als Freundin so wichtig, ich akzeptiere deine Entscheidung und wir beide sind weiter gute Freundinnen, auch ohne Sex. Wenn du das kannst, ich weiß nicht, ob du es kannst. Das ist auch wieder so ein Punkt, dann wird es schwer. Das wird schwer. Ja, weil irgendwo, ich weiß irgendwo, dass sie es ja auch genossen hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwann nochmal probieren würde. Und Nee, also wenn sie zu dir, nehmen wir mal an, wenn sie zu dir sagt, das ist nicht mein Ding und überhaupt, ich bin ja in einer Beziehung, dann musst du dich verdammt nochmal zusammenreißen und dich auch zurückhalten. Das musst du. Wenn du das nicht aushältst, indem du viel mit ihr zusammen bist, dann musst du ein bisschen auf Distanz gehen. Aber irgendwo denke ich auch, dass das alles irgendwo ein Fehler war, weil irgendwo ist jetzt ein gewisser Bruch, der ist vielleicht schon drin. Vielleicht. Es kann aber auch sein, dass es irgendwas aufgebrochen hat, vielleicht auch was Gutes. Vielleicht ist in ihr ja auch irgendwas jetzt klar geworden, dass sie vielleicht auch ein bisschen auf Frauen steht, vielleicht sogar auf dich. Man weiß es ja nicht. Also nur ist es passiert. Es ist ja auch müßig, jetzt darüber nachzudenken, ach, hätte ich mal das nicht, hätte ich mal jenes nicht. Jetzt ist die Frage, wie man sich klug weiterverhält. Klug finde ich, dass du souverän dass sie anrufst und sagst, pass auf, lass uns mal in Ruhe miteinander reden, was das war. Und bagger nicht an ihr rum, sondern respektiere absolut, was sie sagt. Das finde ich jetzt ganz wichtig. Auch wenn es dir wehtut, auch wenn sie sagen, nee, pass mal auf, ich war zwar besoffen und so, aber es ist nicht mein Ding. Ich stehe auf Jungs. Du bist meine beste Freundin, ich mag dich irre gerne, aber ich kann sowas nicht. Dann musst du es hinnehmen. Und wenn du es nicht im Moment hinnehmen kannst, dann geh ein bisschen auf Distanz, um das zu verkraften.
Na, bevor ich noch mehr kaputt mache, oder? Ja, ja, genau so sehe ich es, Annika. Na gut. Ne? Also schnell sprechen. Okay, gut. Alles Liebe. Okay, danke. Tschüss. So, Freunde, morgen haben wir auch eine freie Themensendung, aber Mittwoch. Mittwoch ist ja unsere Themennacht und Mittwoch heißt das Thema, das ist meine letzte Chance. Ich möchte mit Leuten reden, die wirklich an so eine, ja, an so eine Wegstrecke, an einer Wegstrecke angelangt sind, wo sie sagen, das ist, wenn ich das jetzt nicht mache, das ist meine letzte Chance. Oder man hat mir die letzte Chance gegeben, in welchem Sinne auch immer. Das ist die eine Information. Die andere Information ist, dass es Domian ab übernächsten Samstag, also ab 23. Oktober, auch immer samstags gibt. Und dann machen wir etwas, was wir früher schon ab und zu mal hier in tiefer Nacht gemacht haben. Es wird immer ein prominenter Ehrengast bei mir in der Sendung sein. Und ihr habt dann die Möglichkeit, den Gast das zu fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Und genau das mache ich dann auch. Ich frage den Gast auch, was ich ihn immer schon mal fragen wollte. Und der erste prominente Gast am 23. Oktober wird Arabella Kiesbauer sein. Die Sendung wird im WDR-Fernsehen um 23:30 abends ausgestrahlt und im Radio, hier bei 1Live, kann man die in der Nacht, dann in der darauffolgenden Montagnacht auch hören. Also 23. Oktober geht's dann los mit dem ersten prominenten Gast, mit Arabella Kiesbauer. Betty, 44, hallo. Hallo. Hallo Betty. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Ja, mein Sohn ist im Knast. Ja. In der Untersuchungshaft, er soll seine Freundin und die Freundin der Freundin und meine oder unsere Tochter von meinem Mann und mir sexuell missbraucht haben. Also, drei Frauen soll er sexuell missbraucht haben? Ja, und das ist alles irgendwo an einen Tag aufgeflogen, wo eigentlich keiner mit gerechnet hatte. Ich wollte ihn morgen zur Arbeit hin wecken. Und ja, er war nicht im Schlafzimmer drinnen, nur sein Freund war eigentlich im Schlafzimmer. Und der sagte mir dann, die Kripo hat ihn abgeholt und bringt ihn gleich wieder. Mhm. Wie alt ist dein Sohn? 21. Ja, und wie ist das da plötzlich alles so aufgeflogen? Ja, meine Tochter, die war zum damaligen Zeitpunkt 15 und war auf eine Fete eigentlich eingeladen. Da muss wohl Alkohol geflossen sein. Und beim Alkohol trinken ist sie dann wohl irgendwann angefangen zu weinen. Dann hat ihr jemand getröstet und hat gefragt, warum weinst du denn und so. Ja, und dann hat sie wohl berichtet und gebeichtet. Ja, und dann hat der wieder eine anonyme E-Mail zur Schule geschickt. Wer? Zu Kripo, der Freund, wo sie mitgetrunken hat, oder die Kripo vielmehr. Und der Freund davon zu Kripo hingeschickt, die anonyme E-Mail. Und ja, die hat dann in der Schule einen Schulbesuch gemacht und hat meine Tochter dann hinsichtlich der Beschuldigung gefragt. Die Tochter ist 15 Jahre alt. Ja. Wie oft, wie lange hat er es gemacht? Wie ist die Beschuldigung? Wie ist die Aussage deiner Tochter? Er soll es mit 11,5 soll sie gewesen sein. Er soll das erste Mal das gemacht haben. Mhm. So, jetzt wiederholen wir das nochmal vom Anfang. Also es geht um, ist das seine Schwester oder ist das seine Halbschwester? Nee, seine Schwester. Seine Schwester. Seine Schwester. Sagt nochmal von den anderen Frauen. Und das andere ist seine Freundin, die war zum damaligen Zeitpunkt, das Ganze liegt allerdings auch ja schon 5 Jahre zurück. Ja. Er musste damals zum damaligen Zeitpunkt selber zwischen 16,5 und 17,5 gewesen sein. Ja, und es geht auch um seine damalige Freundin? Ja. Die damals wie alt war? 15, 16, so den Dreh. Gut, dann waren die ja gleichaltrig. Ja. Aber er soll sie vergewaltigt haben? Er soll sie vergewaltigt haben, obwohl es seine Freundin war. Ja. So, und die dritte Frau war jetzt? Die Freundin von der Freundin. Die Freundin von der Freundin, die auch damals in dem Alter war? Die war damals 14. Ja, und das ist jetzt im Zuge des Geständnisses, der Aussage, nicht des Geständnisses, der Aussage deiner Tochter, ist das alles rausgekommen? Nee, meine Tochter, da ist ja die anonyme E-Mail von dem Freund gemacht worden und die ist separat alleine gelaufen. Und das andere ist dann alles hinterhergekommen, irgendwie so. Ja, wie kommt das irgendwie so? Das ist so verdreht, ist das. Das kann ich überhaupt nicht begreifen. Wer hat denn die Aussage gemacht bezüglich der anderen Frauen? Die sind wieder, die haben angeblich diese Anzeige selber gestartet, aber nach so vielen Jahren und so weiter. Und das kam gerade zufällig damit zusammen, dass deine Tochter das gesagt hat und dann kamen auch die anderen Frauen und haben es gesagt? Ja, das ist es ja.
können wir jetzt nicht so richtig verstehen, aber ist ja auch egal, das ist jetzt vielleicht auch einfach nur eine formale Sache, die wir jetzt gar nicht so verstehen müssen. Tatsache ist, er ist im Knast und er ist beschuldigt des sexuellen Missbrauchs. Ja. Und wenn auch nur ansatzweise etwas stimmt, ist es ja eine Katastrophe, was da vorgefallen ist. Ja, und obendrin kommt eigentlich noch, dass mein Mann eigentlich sehr viel Alkohol trinken tut. Mhm. Und auch eigentlich nie der Vater für den Kindern sein kann, so respektsmäßig, wie er sein sollte. Und durch das, was stattgefunden haben hinsichtlich meiner Tochter, hat sie ja diese Auffälligkeiten gekriegt mit Essenseinstellen und Ritzen und so weiter. Und aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man als Mutter sofort einen Schock bekommt. A, natürlich, weil so etwas passiert ist. Und B, weil man denkt, habe ich das nicht bemerkt? Ja. Warum habe ich nicht meine Augen aufgemacht und bin dazwischen gegangen? Hast du überhaupt nichts gemerkt damals? Das Kind war 11 Jahre alt. So nein, das ist es ja eben. Und er beteuert auch, dass er nichts gewesen ist. Aber meine Tochter hat auch irgendwo so zwei Persönlichkeiten. Sie schreibt auch ganz gerne Geschichten und Gedichte und so weiter. Mhm. Ach so, er streitet alles ab. Er streitet alles ab. Merkwürdig ist ja, dass jetzt drei Frauen etwas sagen. Wenn jetzt eine Frau etwas sagen würde, könnte man immer sagen, okay, da steht vielleicht jetzt Aussage gegen Aussage oder wer weiß, was da im Hintergrund ist. Aber drei Frauen ist natürlich schon erschlagen. Ne? Wenn, ja, ist ein harter Hammer eigentlich. Mhm. Aber der harte Hammer ist auch, dass die Freundin, die er missbraucht haben soll und wo er so eine Abartigkeit mit Sex vollzogen haben soll, wie zum Beispiel Flasche einführen in der Scheide oder mit einer Banane und gefesselt und gewürgt haben soll, dass die vor kurzem noch am Ostern ihn besucht hat und hat mit ihm Kaffee getrunken. Mhm. Ich meine, andersrum gesehen, besuche ich mein Opfer, mein Täter nicht, der mir sowas zugefügt hat. Kann man nicht so sagen. Gibt es alles. Gibt es alles. Meinst du? Ja. Ich würde daraus nicht unbedingt gleich einen Schluss der Unschuld des Sohnes ziehen. Man weiß gar nicht genau, was für seltsame Dinge passiert sind, was für Abhängigkeiten sind oder Ängstlichkeiten auch. Was glaubst du denn? Bist du denn unsicher auch? Es hört sich fast so an, oder? Ja, ich bin ziemlich unsicher. Vor allen Dingen, weil ich auch keine Rückendeckung von meinem Mann habe. Ich war heute dann auch noch beim Anwalt und habe die Scheidung eingereicht, weil wir uns einfach nichts mehr zu sagen haben. Mhm. Wir unterhalten uns nur über Katzen auf Deutsch. Vielleicht ist es bei dir auch so eine Selbstschutzmaßnahme, dass du es erstmal gar nicht glauben willst, weil wenn es denn stimmen würde, wäre es für dich natürlich auch sehr schlimm, weil du eben halt das nicht bemerkt hast, dass es deiner Tochter widerfahren ist und du dir da Vorwürfe machen würdest. Ja, das stimmt auch. Mhm. Was sagt denn überhaupt dein Mann jetzt, dass es zu all dem, was jetzt geschehen ist? Eigentlich nichts Großes. Ja. Er hat auch nicht mal großes Interesse, seinen Sohn eigentlich mit zu besuchen. Er geht einfach so platonisch mit. Und meine Tochter ist jetzt erstmal in psychologische Behandlung in der Klinik. Mhm. Und anschließend sehe ich das eigentlich als Bestes an, wenn sie dann ein betreutes Wohnen anschließen. Ja. Sie ist jetzt 15, ne, sagtest du? 16 ist sie. Am Freitag. Mhm. Ja. Hast du denn mit deiner Tochter jetzt auch nochmal etwas ausführlicher nochmal gesprochen? Oder wurde einmal eine Aussage von ihr gemacht und das war es dann? Sie ist richtig vernommen worden und ich war heute auch bei ihrer Anwältin, weil ich ja ihre gesetzliche Vertreterin bin und sie wird auch nicht zur Hauptverhandlung mit angehört. Mhm. Ja, und das Einzige, was noch an ihr gemacht wird, dass sie diesem Wahrheitstest unterzogen wird. Mhm. Und bei dir bricht jetzt die ganze Familie zusammen? Bei mir, ja, alles. Mhm. Wenn, nehmen wir mal an, er hat es gemacht. Wie würdest du ihn dann sehen? Wie würdest du urteilen über ihn? Na gut, irgendwie bleiben jetzt alles meine drei Kinder. Der eine ist am Lernen, der lernt Bäcker und sie ist jetzt auch, wenn sie in betreutes Wohnen geht und er jetzt es gemacht hat und verurteilt wird, irgendwo bleiben jetzt alle meine drei Kinder, dann hat er es auch verdient, wenn es wirklich stichfest bewiesen werden kann. Mhm. Aber kommt denn dann doch nicht noch mehr, natürlich bleibt es dein Sohn, natürlich, selbstverständlich, aber nicht doch sehr viel Wut, unfassbare Wut auf, dass er das deinem Mädchen angetan hat? Die Wut sehe ich eigentlich nur in mir selber, weil ich das irgendwo alles so lange zugelassen habe, die Kinder bei mir und meinem Mann zu lassen und trotzdem irgendwo keinen Vater gehabt haben, weil er immer getrunken hat. Und dass ich das so lange alles so schweigend hingenommen habe, dass ich einfach irgendwo zu spät aufgewacht bin. Verstehe. Es gab Auffälligkeiten, aber du hast sie nicht so eingeordnet, woher es kommen könnte, ne? Ja, das ist gab es denn mal damals so irgendwann mal so ein Geistesblitz bei dir, dass du dachtest, das könnte auch sexueller Missbrauch sein, was dahinter steckt, oder nie? Nein, nie. Gar nicht? Nie. Du warst mit der Situation auch überfordert, dass sie nicht mehr gegessen hat oder sich die Arme aufgeschlitzt hat und so weiter?
ja, ich war soweit nicht überfordert, weil ich ja noch immer die Notbremse gezogen habe, die Kinderärzte dazugezogen habe und die weißen Ring mir zugezogen habe und auch das Jugendamt mitgezogen. Ach so, das hast du alles gemacht. Diese Schritte habe ich alle selber eingeleitet. Ja, immerhin, das heißt, all die, da waren ja dann mehrere Menschen beteiligt, die haben das auch nicht registriert, was eventuell... Keiner. Mhm. Ich hatte sie auch ja schon vor Jahren, wie noch nichts im Argen lag, wie noch keiner irgendwas wusste vor vier Jahren. Da war sie 11, 11,5 war sie da, da hatte sie ja auch schon mal diese starke Essstörung und da habe ich sie auch schon einweisen lassen in die Klinik. Und da haben die wohl irgendwas vermutet, aber es ist nie irgendwo... Obwohl sie ein halbes Jahr da war, ist es nie irgendwo in der Hinsicht was auf den Tisch gekommen, dass es das sein könnte. Also eine schwierige und schlimme und unter Umständen sehr traurige Situation, die sich da jetzt in eurer Familie breit gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn es denn stimmt, was deine Tochter betrifft. Aber ich finde auch, für dich ist das alles sehr schlimm und sehr belastend. Sehr schlimm und belastend. Manchmal sitze ich da und kann nichts anderes wie weinen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich, Betty. Ich würde dir sehr gerne jetzt ein ausführliches Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Denn ich glaube auch, dass du, egal was da jetzt passiert und was da im Einzelnen herauskommt, dass du für dich auch etwas Hilfe brauchst und Unterstützung. Und wir würden dir gerne so ein paar Hilfen an die Hand geben, wohin du dich wenden könntest und so weiter, dass du ein bisschen Rückhalt auch hast. Ja, das wäre ganz gut, wäre das, glaube ich. Okay, das machen wir jetzt. So, dann legst du bitte auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich an. Ja, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Hier ist Helmut. Helmut ist 49. Hallo Helmut. Ja. Hallo Helmut, guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist dein Eingangsthema, der junge Mann, der angerufen hatte. Ja, der... Zwei gesunde Kinder. Und halt eben seine Probleme hatte mit seiner Sexualität. Also pädophile Neigungen hat... Richtig. Hatte. Und ich stehe halt eben auf der anderen Seite. Ich bin Mitarbeiter in einem Kinderdorf. Und wir haben halt eben mit diesen Kindern zu tun, die halt eben vor anderen Leuten, wie vor ihm halt eben, nicht gefeit waren. Das heißt genau, was mit das heißt, ihr habt mit Kindern zu tun, die sexuell missbraucht wurden? Nicht nur sexuell, gewaltsam, also alles, die ganze komplette Palette durch, aber auch sexuell. Ja. Ich habe zum Beispiel ein kleines Mädchen vor einigen Jahren bekommen, die war 4 Jahre alt, sexuell missbraucht. 4 Jahre alt? 4 Jahre alt. Und unglaublich, ne? Ja, aber ich muss im Moment ein klein bisschen schmunzeln. Ich sehe dich so eine halbe Sekunde später antworten. Ja, das ist so, irgendwie durch die Satellitenverbindung, ich weiß es nicht. Ja. Genau. Nee, aber dann ein Bruder von dem kleinen Mädchen, 6 Jahre alt, ebenfalls sexuell missbraucht. Und das sind natürlich Sachen, das haut natürlich ganz schwer ins Kontor. Ja. Wie viele Kinder habt ihr zu betreuen? Wir haben mittlerweile nicht mehr viele, weil wir sind 13 Jahre schon in dieser Einrichtung. Ja. Und viele sind schon rausgewachsen und haben jetzt mittlerweile betreutes Wohnen, was deine Vorrednerin, also meine Vorrednerin auch schon gesagt hatte mit ihrem eigenen Kind. Und wie lange sind denn dann die Kinder bei euch? In der Regel. Eigentlich Ende offen. Ende offen, achso, die kommen dann ganz raus aus dem Familienverbund oder wo immer sie waren und kommen dann zu euch und werden da betreut. Richtig. Bis sie in die Pubertät kommen oder... Nein, auch weiter. Noch weiter. Wir haben zum Beispiel vor 6 Jahren ein Mädel aufgenommen, 16 Jahre alt, hochschwanger. Und ja, das Kind ist seitdem bei uns, Mädel. Hat mittlerweile ihr eigenes Apartment. Ja. Und wir betreuen dieses kleine Kind. Das war ja damals ein Baby vor 6 Jahren. Verstehe. Ist gerade in die Welt gekommen und das wird wahrscheinlich bei uns bleiben, bis es erwachsen ist. Ja. Nur hat mich das ja gerade schon sehr beeindruckt, was der Sascha, der erste Anrufer, erzählt hat. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Nicht? Er hat ja erzählt, wie er gerungen hat mit sich und dieser Veranlagung, auf Kinder zu stehen und dann eben zu dem drastischen Schritt sich entschieden hat, sich kastrieren zu lassen. Ich finde diesen Schritt finde ich also enorm. Enorm. Und ich glaube, das ist bestimmt vielleicht kein Einzelfall, aber es kommt ganz selten vor, oder? Das ist ganz selten. Ganz selten, ja. Das ist ganz selten, weil ich habe also hier in dieser Einrichtung habe ich schon erlebt, randalierende Väter, randalierende Mütter, Gewalt, Onkels, Opas mit Schreckschusswaffen. Ach so, die dann zu euch kommen und die Kinder wiederholen wollen, oder was? Ja, genau.
Richtig. Wenn man so nah dran ist wie du. Ja. Und du machst es sehr lange schon, hast du gerade gesagt. Ja, 13 Jahre. 13 Jahre, das ist eine lange Zeit. So viel Erfahrung gesammelt hat und so viel Leid gehört hat und quasi miterlebt hat, was den Kindern angetan wurde. Mhm. Was denkst du über diese Menschen, die das mit Kindern tun? Ja, das ist schwer. Das ist verdammt schwer. Du kennst ja die ganzen Hintergründe, das zu erforschen. Aber da musst du wirklich ein Psychologe sein, um dahinter zu gucken, was ist da in deren eigener Kindheit, was ist da passiert. Mhm. Ja. Aber du gehst jetzt nicht so weit und willst aufgrund dessen ich will nicht sagen entschuldigen, aber dann doch... Ja, trotz allem musst du da irgendwie ein bisschen hier therapeutisch arbeiten. Ja, und du musst auch die Eltern, ich hab einen jungen Mensch, der ist 13, der hat morgen ein Probetraining bei einem großen Verein. Ich freue mich riesig. Und die Mutter, die ist so durchgeknallt, emotional, wenn ich ganz ehrlich bin, ich könnte der Frau vor die Schnauze hauen. Mhm. Deshalb muss ich ihn noch fragen. Das heißt, die Eltern tauchen da auch ab und zu schon auf bei euch? Zum Glück die nicht mehr. Ja, aber ab und zu tauchen andere... Ja, die sitzt mittlerweile im Knast. Ach so. Aber andere Eltern tauchen schon auf, da gibt es noch Kontakte. Ja, gibt es schon. Gibt es auch Kontakte, dass Kinder, die zu euch kommen, die sexuell missbraucht wurden, die vielleicht die Hölle hinter sich haben, und die Kerle kommen irgendwann aus dem Knast raus und dann doch irgendwie ein Kontakt wieder entsteht? Gibt es das? Nee, zum Glück nicht mehr. Nein. Weil die Kinder, die haben die Möglichkeit, die Kontakte abzubrechen. Ja. Das heißt also, die können sagen, ich will nicht mehr. Ja. Und das wird respektiert. Wir haben zum Beispiel jetzt hier diese zwei Kinder, die also mit 4 und 6 Jahren zu uns gekommen sind. Die haben also ihre Herkunft total abgebrochen und haben uns als Eltern angenommen. Und haben gesagt, so, wir wollen nicht mehr. Ich verstehe. Ja, so, die Kinder, die sind mittlerweile, guck mal, überleg mal, 4 und 6 Jahre plus 13, ne, kann sich jeder ausrechnen. Ja. Und die sagen jetzt, wir wollen nicht mehr, Schluss, aus, Sense, ihr seid jetzt unsere Familie. Dieser Fall, ein vierjähriges Kind ist missbraucht worden, wie ist das aufgeflogen? Weißt du das? Das ist, nee, Moment, halt, stopp, ehrlich gesagt, nee, ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Weil so genau werden wir auch nicht informiert. Wir haben zwar Akteneinsicht. Es ist ja schon grauselig, wenn man sich das vorstellt. Und da stellt man sich ja gleich die Frage, diese Kinder müssen doch eigentlich auch im Genitalbereich verletzt sein, oder? Das wurde durch einen Kinderarzt bei dem Mädchen definitiv festgestellt. Furchtbar. Mein Gott. Ja. Jetzt frage ich dich, das ist ja die große Diskussion, worüber wir hier in der Sendung schon oft debattiert haben und in ganz Deutschland immer debattiert wird, wenn schlimme Dinge vorfallen. Wie siehst du die Situation in der Justiz, was die Bestrafung von Sexualstraftätern anbelangt? Viel zu harmlos. Viel zu harmlos, denn wenn du heutzutage bei Rot über der Ampel fährst oder irgendwie 30 km/h zu schnell fährst, du wirst heutzutage schwerer bestraft, als wenn du im Endeffekt hergehst und bringst einen Menschen um. Ja, dann wirst du auf Unzurechnungsfähigkeit klagst du da. Wenn du einen guten Anwalt hast, den nimmst du dir dann und irgendwie kommst du aus der Sache raus. Gut, psychologische Betreuung, von mir aus auch Einweisung, alles ganz gut und schön, aber maximal 5 Jahre bist du aus der Kiste raus. Das heißt, wenn du so tagtäglich mit so etwas konfrontiert bist und dann liest du immer wieder in den Zeitungen, was dann... Du kriegst einen dicken Hals. Ja, dann muss man, glaube ich, verzweifeln. Ne? Du kriegst wirklich einen dicken Hals. Ich frage mich ja auch immer wieder, wie das eigentlich so zu erklären ist. Warum ist das so? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was soll man dem Gesetzgeber noch in die Hand geben oder beziehungsweise wie soll man den Gesetzgeber an die Hand nehmen? Nun gab es ja in der letzten Zeit Initiativen, die auch sehr löblich sind, dass man da einen stärkeren Fokus hat auf diesen Bereich. Mhm. Aber dennoch hören wir immer wieder Urteile, wo wir alle den Kopf schütteln und es nicht verstehen können. Das ist richtig. Ich würde dich gerne noch fragen, glaubst du auch aus deiner Erfahrung heraus, dass diese Kinder, die wirklich ganz Schlimmes erlebt haben, haben die eine Chance, irgendwann auch mal eine für sie befriedigende und schöne Sexualität zu erleben? Nee, ganz ehrlich gesagt nicht. Nein, also mein Härtefall, den ich habe,
das Mädel, das kommt aus einem Konfliktbereich und gerät automatisch immer wieder in Konfliktbereiche rein. Ja? Ich glaube, das ist eine Tretmühle. Ja. Das ist wirklich eine Tretmühle, die die seit Kindestagen zu tragen haben. Ja, ich habe das also hier erlebt, da fuhr ja der Vater vor mir in einem Taxi und hat hier stinkbesoffen eine Show abgezogen. Du kommst jetzt wieder mit nach Hause. Und ich habe gesagt, immer, junger Mann, aber jetzt ganz schnell, ne? Ich habe hier Hausrecht und entweder Sie machen hier den Adler oder... Es ist, glaube ich, genau das, was irgendjemand mal in so einer Diskussion gesagt hat, dass die kleinen Seelen zertreten und zertrümmert werden und letztendlich sie nie wieder wirklich aufgebaut werden können. Vielleicht etwas, aber wirklich, wirklich ganz narbenfrei natürlich nicht. Niemals. Nee. Ja. Also es ist Wahnsinn. Also es ist echt Wahnsinn. Und vor allem, man hört immer so viel. Die Jugendämter, ach, die sind ja so schlimm und diese ganzen Fehlberichte, was man so im Fernsehen hört. Aber diese ganz normalen Familien, die es in Deutschland gibt, diese gesunden Familien, die sollten sich mal wirklich die Arbeit machen und sollten doch mal auf zu einem Jugendamt hingehen und sollten einfach mal sagen, lasst uns doch mal in eure Arbeit reingucken, soweit es möglich ist. Jürgen, die Leute, die werden feststellen, wie viel Driss und Mist in Deutschland läuft. Ja. Und wie viel, also wirklich also, kaputte Familien es gibt. Deshalb, das glaube ich wirklich, und da kann ich ja auch nur bestätigen, was ich hier alles so immer höre. Deshalb umso wichtiger ist das, was ihr macht, was du machst. Danke dir herzlich für den Anruf. Ja, aber und klar. Wünsche alles Gute und gutes Gelingen bei eurer so wichtigen Arbeit. Alles klar, Jürgen. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Hier ist Irmi. Irmi ist 53 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Irmi, das ist richtig, ne? Ja, richtig. Ja. Dein Thema, Irmi. Ja, ich habe heute mal intensiv die Sendung mal wieder verfolgt und stelle fest, es geht heute überwiegend um Kinder und bei meinem Thema auch. Mhm. Und zwar ist Folgendes, unsere Enkeltochter ist seit fast 4 Wochen verschwunden aus dem Raum Niederkassel. Sie wohnt da bei ihrer Mutter, die Mutter ist alleinerziehend und das Kind ist schon ein paar Mal abgehauen. Wie alt ist das Kind denn? Ist 14 Jahre. 14 Jahre. Ja, sie geht aber so äußerlich als älter durch. Und wir haben jetzt mittlerweile die Befürchtung, so laut Aussage der Kripo hier an unserem Ort, das Kind ist öfter schon abgehauen, ist bei uns jedes Mal aufgetaucht bei ihren Freunden und sozialen Kontakten, die sie bei uns hier pflegt. Ich bin die Oma von dem Kind und sie war öfter bei uns in Ferien oder an Wochenenden. Sag mir mal, wenn sie schon oft abgehauen ist, wo ist sie dann hingegangen? Ja, wollte ich ja gerade sagen. Sie ist immer zu uns gekommen. Ach so, sie ist dann zu euch gekommen. Sie ist von zu Hause von der Mama abgehauen und dann zu dir gekommen. Ja, oder richtig. Ach so. Ja, und auch hat dann hier ihre sozialen Kontakte aufgesucht, ihre Freunde, Bekannte etc. Und ich wusste auch dann immer, wo sie war. Und dann war sie letzte Mal 3 Tage schon weg. Da haben wir das erst erfahren. Mittlerweile ist das Kind so weit. Sie wusste, dass wir immer die Mutter benachrichtigen müssen. Mhm. Und die Mutter hat dann erst einmal verlangt, dass wir das Kind in Zug setzen und wieder zurückschicken. Aber nachdem das Kind gesagt hat, bevor sie wieder zur Mutter zurück muss und zum Vater will sie auch nicht. Mhm. Und wenn sie bei uns nicht bleiben kann, dann will sie lieber ins Heim. So, das heißt, das sagt mir, dass sie sich bei ihrer Mutter überhaupt nicht wohlfühlt. Ja, scheinbar. Die Mutter ist die Mutter. Konflikte, ja. Die Mutter ist deine Tochter. Nein, war meine Schwiegertochter. Die Schwiegermutter. Mhm. Und die Eltern des Kindes sind getrennt, leben getrennt. Ja. Warum will sie nicht zur Mutter? Warum? Was? Ich habe keine Ahnung. Hat sie nie darüber gesprochen, wenn sie bei dir war? Doch schon. Sie hat über ihre Probleme mit mir mehr gesprochen als mit ihrer Mutter. Und ich habe die Befürchtung, dass sie jetzt aus dem Grund auch gar nicht mehr hierher kommt, weil sie kein Vertrauen mehr hat, weil ich ihr gesagt habe, ich muss deine Mutter benachrichtigen. Mhm. Gibt es denn irgendeine Andeutung, was da zu Hause abgegangen ist, weswegen sie nicht mehr mit der Mutter zusammenleben möchte? Ja, es sind einige Dinge vorgefallen da. Sie hat die Telefonrechnung immens hochgetrieben. Mhm.
worüber die Mutter sehr sauer war, was ich auch verstehen kann. Und dann hat man versucht, sich zusammenzusetzen, da eine Lösung zu finden, weil ich ihr auch gesagt habe, das geht so nicht und die Mutter ist allein verdient, die muss das Geld zusammenhalten und allein verdienen und man müsste sich zusammensetzen und eine Lösung suchen. Also das Verhältnis ist irgendwie kaputt, wahrscheinlich aus vielerlei Gründen, die man gar nicht jetzt hier so aufführen kann. Es gibt keinen großen Hauptgrund, sondern die nerven sich gegenseitig an. Ja, so jetzt es entstehen Machtkämpfe zwischen Mutter und Tochter, das Vertrauen beiderseits ist nicht da. Ja. Das Jugendamt hat versucht, eine Zusammenführung zustande zu bringen und ich denke mal, es ist gar keine Basis dafür da, dass sowas möglich ist. Jetzt ist hier, sagst du, seit zwei Wochen, ne, sagst du? Seit vier Wochen. Ist sie weg. Das ist ja eine verdammt lange Zeit. Natürlich, es waren fast immer nur höchstens 3 Tage, da ist sie wieder aufgetaucht. Hast du irgendeine hauchdünne Vermutung, wo sie sein könnte? Heute hat die Kripo aus unserem Ort mich hier aufgesucht und hat gesagt, sie hätten Kinder in der Schule auch angesprochen und nachgefragt, also die näheren Kontakt zu dem Kind hatten. Mhm. Und die haben sich dann so geäußert, dass das Kind immer öfter in Internetcafés gewesen ist und dann in diversen Chaträumen da Bekanntschaften gemacht hat. Mhm. Und sie hätte dann erzählt, dass sie da jemanden kennengelernt hat, der hat ihr versprochen, sie könnte 300 Euro im Monat verdienen und kriegt neue Klamotten und so. So, jetzt hast du natürlich, und jeder hätte jetzt Angst, dass sie zur Prostitution gezwungen wird. Ja, das kannst du dir vorstellen. Ja, natürlich. Ja. Das heißt, die Polizei weiß Bescheid, sie sucht, aber letztendlich sind euch allen die Hände gebunden, ihr könnt gar nichts weiter, ihr könnt als Angehörige, bist du in Kontakt denn mit der Mutter? Ja, ich ruf die öfter an, aber die geht einfach nicht ans Handy, die ist nur über Handy erreichbar. Und was sagt denn dein Sohn dazu? Bitte? Was sagt denn dein Sohn zu der Geschichte? Zu meinem Sohn habe ich nicht den Draht, so. Der hat auch schon jahrelang zu dem Kind keinen Kontakt. Ach so. Das heißt, du als Oma spürst jetzt eine große Verantwortung und fühlst dich sehr hilflos und weißt nicht, was du machen sollst. Natürlich. Ja, ich werde ja auch immer wieder angerufen von der Kripo Niederkassel, von der Kripo Mahl heute aufgesucht worden. Dann habe ich mit dem Jugendamt in Niederkassel telefoniert, wollte fragen, was sich da jetzt ergeben hat. Was wäre denn eine Lösung? Nehmen wir mal an, das Mädel würde sich bei dir melden. Das Mädchen möchte aber nicht wieder zurück zur Mutter. Was könntest du ihr denn anbieten? Also ich habe gesagt, dass das Kind mit der Zeit jetzt schwierig ist, das steht außer Frage. Aber warum das so ist, ich frage mich immer nach den Gründen, warum ist das so? Okay, ich meine, könntest du ihr anbieten, sagen wir es auf, wir machen jetzt, ich helfe dir dabei, du kommst jetzt in ein Projekt des betreuten Wohnens irgendwo. Zum Beispiel. Ja. Weißt du, warum ich das hier so ganz konkret frage? Ja. Weil ich so ein bisschen mit der Hoffnung spiele, es ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, aber man kann es ja trotzdem hoffen. Vielleicht hört sie uns ja irgendwo zu. Das will ich hoffen. Das könnte ja vielleicht sein. Ja. Und ich möchte, dass sie keine Angst, wie heißt sie mit Vornamen? Julia. Dass die Julia keine Angst hat, zu dir zu gehen. Nee, auf keinen Fall. Ne? Sie hat ja eigentlich Vertrauen zu dir. Ja, und ich habe ihr auch immer gesagt, wenn es Probleme gibt, lauf nicht weg, du hast meine Nummer, ruf mich an. Aber sie soll eben auch keine Angst haben, dass du sie wieder zur Mutter zurückschickst. Sondern sie soll zu dir kommen und ihr beiden bekakelt dann schon etwas, um eine Lösung zu finden. Ja, das Problem ist, ich bin mit ihr ja auch schon hier an unserem Jugendamt gewesen, weil sie ist Weihnachten hier aufgetaucht, weil die Mutter Weihnachten mit einer Freundin feiern wollte und sie wollte gerne im Kreise ihrer Familie Weihnachten feiern. Da hat sie sich einfach ins Zug gesetzt, ist schwarz hierher gekommen und stand auf einmal hier vor der Tür. Und dann wollte sie auch nach Weihnachten nicht wieder nach Hause. Da habe ich gesagt, was sollen wir tun? Mhm. Sagt, sie möchte am liebsten mal mit dem Jugendamt reden, aber nicht, wenn die Mutter dabei ist. Und da habe ich ihr versprochen, du bleibst dann erstmal hier. Die Mutter weiß Bescheid, dass du hier bist. Und nach Weihnachten gehen wir dann zum Jugendamt und dann wirst du da deine Sachen erzählen. Ja, ja, und danach wurde das Jugendamt Niederkassel eingeschaltet, dass eine Familientherapie da stattfinden sollte und hat wahrscheinlich höchstens ein, zweimal haben da Gespräche stattgefunden, da hat das Kind erzählt, da wurde nur rumgelogen und dann habe ich dicht gemacht und da hatte ich keinen Bock mehr auf sowas. Ach so. Okay, aber das ist ja eine Erfahrung, die gemacht wurde und die offensichtlich nicht funktioniert. Jetzt muss man was, ich sag mal, was Radikaleres machen. Ne? Das Radikalere wäre, dass sie in ein Projekt des betreuten Wohnens kommt, vielleicht sogar in deine Umgebung und dass sie dich immer besuchen kann als deine Ansprechpartnerin. Ja. Julia, wenn du uns zuhörst, das hier ist deine Oma, die mir auch sehr sympathisch erscheint. Geh zu deiner Oma. Man merkt wirklich, dass sie es gut meint. Sie wird dich nicht zwingen, wieder zu deiner Mutter, wenn du das nicht möchtest, zurückzugehen.
Man wird dir helfen, dass du ein Zuhause findest, so wie du es gerne haben möchtest. Aber geh zu deiner Oma. Die Gefahr ist irre groß, wenn du dich einfach jetzt weiter irgendwo rumtreibst, dass du in Hände gerätst, die wirklich nichts Gutes vorhaben mit dir. Geh zu deiner Oma, Julia. Wollen wir mal hoffen, dass sie zugehört hat. Mhm. Ich habe schon gedacht, dass vielleicht die Möglichkeit besteht, über den WDR vielleicht auch hier in Lokalzeit oder in den Nachrichten vielleicht auch was durchzugeben. Ich bin auch gerne bereit, ein Foto dahin zu schicken per E-Mail oder so, dass man Anhaltspunkte hat und dass man das vielleicht auch öffentlich machen kann. Überlegen wir mal. Das heißt, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Mein Redakteur ruft dich gleich nochmal an. Und dann knüpfen wir mal ein paar Drähte hier innerhalb des Hauses, dass wir vielleicht ein bisschen von allen Seiten versuchen, da an das Mädel ranzukommen. Oh, das wäre ja klasse. Okay, ja. Das versuchen wir jetzt. Wir rufen dich gleich wieder an. Irgendwie. Ja, finde ich total lieb von dir. Wir drücken die Daumen, dass Julia kommt. Ja, das war meine große Hoffnung, dass ich da irgendwas erreichen kann. Ja, vielleicht schaffen wir es ja. Okay. Alles Gute. Dir. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist die Telefonnummer. Und jetzt geht es weiter. Frage ich meine Regie mit Lutz. Hallo Lutz. Hallo Domian. 39. Genau. Jo. Dein Thema. Ja, mein Thema. Ich habe mein Herz verloren. So. Aber klingt eigentlich ganz gut. Ich habe eigentlich die Liebe meines Lebens gefunden. Das klingt ja wunderbar. Sie sagt das von mir auch. Was? Sie sagt das von mir auch. Ja, sie sagt das von dir auch. Ich wäre der Mann für sie. Ja. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendein Aber kommt. Ja, ein riesengroßes. Ah. Nämlich? Sie ist verheiratet und hat ein Kind. Sie ist verheiratet und hat ein Kind. Genau. Wie lange kennst du sie schon? Wir kennen uns persönlich noch nicht sehr lange. Das sind jetzt gerade mal 5 Wochen. Das klingt wie im Film. Ja, 5 Wochen ist ein bisschen wenig. Wo habt ihr euch denn kennengelernt? Ich bin Musiker. Ja. Und sie war auf einer Veranstaltung, wo ich war. Aha. Ich kannte sie vom Sehen. Also sie war ein Fan, oder was? Ja, war ich ein Fan von ihr. Sie hatte mal eine Fernsehsendung. Aha. Und da kannte ich sie her. Sie hatte mal eine Fernsehsendung? Hm? Das dürfen wir aber keine Namen nennen. Nee, kann ich jetzt nicht machen. Nee, das machen wir nicht. Aber du bist Musiker und stehst auf der Bühne. Genau. Und sie hat zugeguckt und da habt ihr euch irgendwie... Ich habe sie angesprochen, weil ich dachte, ich kenne sie. Ja. Ich kenne sie ja wirklich. Ja. Und dann bin ich aus allen Wolken gefallen, da ich wirklich mal ihr Fan war. Und was bist denn du für ein Musiker? Dich kann ich ja fragen. Was machst du? Ja, ich mache Cover-Rock-Musik in Thüringen. Ach so. Also dich kennt man hier so in meiner Gegend nicht so im Kölner Raum. Nee, nicht so. Nee, nicht so, ja. So, dann habt ihr euch kennengelernt und dann kam es irgendwann zum ersten Gespräch. Ja, wir haben uns verabredet, feststellen müssen, dass wir in derselben Stadt wohnen. Ja. Oder feststellen dürfen. Ja. Und ich wusste, sie ist verheiratet, sie hat das auch gleich am Abend gesagt. Ja. Kind hat. Und da waren eigentlich die Fronten gesteckt für mich. Du bist nicht in festen Händen. Na? Ja, die Leitung ist immer, geh mal näher ans Fenster, die Leitung hat immer so Aussetzer, ich verstehe immer so ein paar Silben von dir nicht. Aha, okay, ich rede lauter, okay? Ja, das wäre noch besser, genau. Also du bist Solo. Ich bin Solo. Ja. So, dann wurden die Fronten abgesteckt, sie hat gesagt, ich bin verheiratet, ich habe ein Kind, aber dennoch habt ihr angefangen, euch miteinander zu treffen und euch anzunähern. Wir haben uns getroffen, sie ist neu hier in der Stadt, es war anfangs so geplant, sie sucht Freunde. Ja. Wir wollten Kaffee trinken gehen, ja. Ich wollte eine Autogrammkarte von dir haben, alles so belangloses Zeug. Ja. Wir haben uns getroffen zum Kaffee trinken und sie hat schnell feststellen müssen, dass ich ihr irgendwie nah bin. Oder also, dass sie sich sehr, sehr wohlfühlt bei mir. Ja. Und umgekehrt war es dann auch so? Ja, es war irgendwie das Gefühl, als kennen wir uns schon 10 Jahre. Wie lange ist sie denn verheiratet schon? Seit 7 Jahren. Und wie ist die Ehe? Kalt. Kalt. Ja. Also sie ist nicht glücklich in ihrer Beziehung? Nein, eben nicht. Mhm. Mhm. Und sie war der Meinung, sie wäre fast unnormal, da sie so viel Zärtlichkeit braucht und Wärme. Mhm. Und wusste bis dahin halt nicht, dass es doch sowas gibt. Ja, das heißt, ihr habt Sex auch schon miteinander? Ja. Ja, und das ist auch, um nicht zu sagen, ziemlich gut. Ja, ziemlich gut. ich wollte es anfangs nicht. Man konnte sich einfach nicht mehr erwehren. Mhm. Also ich hatte Probleme. Ja klar, wenn man so verliebt ist, und das ist ja völlig klar. Irgendwann geht's nicht mehr. Ja, ist ja völlig klar. Jetzt läuft das aber vermutlich auch ganz heimlich, ne? Nein, eben nicht. Nee. Nein. Sie hat es ihrem Mann erzählt. Ach. Um schon auch Konflikten aus dem Weg zu gehen, wenn sie jetzt neue Freunde, also wirklich nur Freunde kennenlernen. Es gab da schon mal ein bisschen Stress. Ja. In der Stadt, wo sie vorher gewohnt haben. Das heißt, der Ehemann weiß Bescheid, dass zwischen euch beiden auch was läuft. Er weiß, dass es mich gibt und er ist immer nur am Wochenende da. Ja.
Er ist über die Woche in einer anderen Stadt. Ja. Und das Wochenende später hat er dann sie gefragt, was mit ihr los sei. Sie sei wohl verliebt. Mhm. Und hat sie ja gesagt? Ja. Und wie hat er darauf reagiert? Natürlich total traurig und hilflos, natürlich auch, da er nun nicht da ist, nichts machen kann. Aber Lutz zwischendurch mal gesagt, wie klasse, dass die Frau das sofort gesagt hat. Ja, finde ich auch. Also ich höre immer 100 Geschichten von Leuten, die das denn nie sagen, die das über Monate, manchmal Jahre hinschieben. Wollten wir beide nicht. Es war super, finde ich das. Super. Das war ein freies Treffen. Ich habe zu ihr gesagt, ich möchte bitte keine Affäre haben. Mhm. Also wenn wir es auf Freundschaft hinkriegen, ist okay. Mhm. Wenn nicht, dann müssen wir uns irgendwie entscheiden. So, und wie geht es jetzt weiter? Nun ist es so, jetzt ist am Wochenende die ganze Sache eskaliert. Sie sind beide im Urlaub, jetzt gerade, ja, mit ihren Eltern, ja, und das Kind mit, sind in Ägypten. Okay, ich wusste auch mal. Mhm. Und am Wochenende ist es halt eskaliert. Also der Mann ist wirklich durchgedreht, kann man ja irgendwo auch verstehen. Mhm. Das Kind ist erkrankt daran, dass die Eltern sich streiten. Ah, wie alt ist das Kind? Sie ist 7. Ja, das ist natürlich wirklich sehr schlimm. Zauberhaftes Kind, die mag mich wie Sau. Mhm. Ihre Mutter hat ihr gesagt, dass sie mich nicht mehr treffen können. Woraufhin das Kind furchtbar angefangen hat zu weinen und kriegt dann immer so Asthmaanfälle, wenn irgendwas nicht stimmt. Also die sind quasi jetzt in Urlaub gefahren, um ihre Ehekonflikte zu bewältigen oder zu bereden? Oder das was war vorher schon geplant, ja, eine Reise nach Ägypten. Sie rief mich halt am Wochenende an, war furchtbar aufgelöst, hat geweint, ja, richtig panisch, hat gesagt, Lutz, wir können uns nicht mehr treffen, das geht nicht, ich muss meine Familie retten. Sie hat ihrer Mutter erzählt. Die Mutter hat sehr schlecht reagiert, hat gesagt, wenn du hier einen anderen Mann anschaffst, dann wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. So, wenn ich das hier so höre, kannst du ja eigentlich gar nicht viel machen. Und das ist jetzt mein Problem. Ja. Ich muss jetzt also still sein. Ich habe wirklich für mich im Bauch das Gefühl, das ist die Frau meines Lebens. Ja. Die will ich jetzt haben. Ja. Und du musst jetzt wirklich ganz tapfer sein. Und jetzt frage ich, was soll ich tun? Gar soll nichts. Ich nichts tun? Mhm. Würde ich erstmal so sagen. Würde ich völlig, also jetzt zusehen, wie sie praktisch eine Entscheidung trifft, die sie gar nicht treffen möchte, nur aus Zwängen heraus. Wie lange ist sie denn jetzt noch weg in Urlaub? Eine Woche. Eine Woche, sagst du, genau, hast du gerade gesagt. Mhm. Also ich will ja auch die Zeit, sie hat mich wirklich gebeten, sie hat gesagt, bitte ruf mich nicht mehr an, wir können uns nicht mehr sehen, ich liebe nur dich, aber ich muss meine Familie retten. Mhm. Gut, das ist ein Satz, den hat sie jetzt vor ein paar Tagen gesagt. Ja. Ja. In solchen Situationen weiß man nicht, da kann jeden Tag kann was Neues passieren und neue Dinge aufbrechen und sich verändern. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal auf keinen Fall anrufen, keine SMS schicken, gar nichts. Und die Woche abwarten, ganz still bleiben. Und dann mal sehen, wenn sie zurückkommt. Ich glaube wirklich, das Allerklügste ist, in diesem Moment sich zurückzunehmen, ohne beleidigt zu sein. Bin ich auf keinen Fall. Nein. Ich bin einfach nur traurig, da ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das ist sie. Mhm. Das ist sie wirklich. Mhm. Und ich kann nichts tun. Es wird ja wahrscheinlich dann sowieso nochmal ein Treffen geben zwischen euch beiden. Wir wollen es erstmal vermeiden. Ja. Also auch, um sie einfach nicht zu kompromittieren. Also sie weiß genau, wenn ich wieder auftauche, geht dieselbe Geschichte von vorne. Kann ich so gut verstehen. Kann ich so gut verstehen, dass du da denkst, mein Gott, das ist die Frau meines Lebens. Und jetzt sitze ich hier und ich kann überhaupt gar nichts machen. Genau. Aber das muss sie entscheiden. Sie muss es entscheiden. Sie weiß das ja, ne? Sie weiß, dass du sie so liebst. Ja. Sie weiß, dass sie... Sie weiß, dass sie mich so liebt. Sie weiß, dass sie dich so liebt. Genau, das weiß sie auch. Im Prinzip weiß sie auch, dass sie nur eine Entscheidung treffen muss und sofort wäre sie in deinem Leben und in eurer Liebe drin. Genau. Ne, so sie hat Angst vor dieser Entscheidung. Mhm. Da halt so sehr viel dran hängt. Mhm. Aber dennoch, natürlich britzelt einem das unter den Fingern, dann zu sagen, vielleicht doch irgendwie das Feuer am Lodern zu halten und vielleicht doch wieder an sie ranzugehen oder so. Vielleicht würde ich das, vielleicht, ich weiß nicht, man soll ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Vielleicht kannst du das schon auch noch ein oder zweimal machen, um einfach zu sagen, hier, ich bin da. Und ich akzeptiere auch deine schweren Konflikte und empfinde das nach. Aber irgendwann musst du einen Punkt setzen, wo du sagst, Schluss, ich mache es, ich muss jetzt gehen. Ich muss sie respektieren und ich darf mich auch nicht lächerlich machen. Ja, ja, richtig. Ne? Ja. Das ist der Punkt. Also ich würde mal sagen, jetzt noch ein bisschen zurückhalten, durchaus aber nochmal ansprechen, aber dann auch die Notbremse ziehen. Mhm. Ich weiß, wie schwer das ist. Das ist natürlich grauenhaft. Da hat man es vor der Nase liegen, ne?
vielleicht das ganz tolle Leben. Wenn du sagst, das ist ja eine Aussage, wenn ein 39-jähriger Mann sagt, das ist die größte Liebe bisher meines Lebens. Es ist wirklich so, ja. Das ist eine Aussage. Klingt vielleicht albern, aber... Nee, das klingt überhaupt nicht albern. Für mich klingt das, was für ein Gewicht dahinter steckt. Das verstehe ich schon sehr. Ja, ja. Also Lutz, ein bisschen jetzt diszipliniert sein, schon nochmal einen Versuch starten oder 1, 2, aber wenn sie dann weiter wirklich blockiert, dann ist aber auch nichts mehr gebacken. Alles klar. Erstmal alles Gute. Ich danke. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Kerstin Klinger. Unser Thema am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt, das ist die letzte Chance. Das ist die letzte Chance. Dazu könnt ihr übrigens auch schon heute und morgen mailen. Morgen haben wir nochmal eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ja, dann freue ich mich wieder, wenn wir uns alle sehen und uns alle hören. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten. Die Bundesregierung hat sich offenbar grundsätzlich dafür entschieden, der Türkei aus Bundeswehrbeständen